das zweite Halbfinale erhofft den Weg in Richtung Ziel, aber ein sehr dichtes Feld geht hier nach vorne in Führung. Die 182 macht den Anfang. Jonas Bockelberg vom RC50 Erlangen ist hier auf die erste Position gegangen und es geht hier ganz, ganz dicht gefolgt weiter mit der 0-2, die auf Position Nummer 2 für Tobias Fleming vom MRC Königsbrunn. Und es wird hier richtig spannend auf der letzten Gerade zwischen den ersten beiden Racern. Es geht in Richtung Ziel, wir schauen nach vorne. Unverändert immer noch die Position, die 0-2, bleibt auf der 2, aktuell die 5-71, auf der 3, Jakob Pitzka. Und die letzten Meter bringen auch hier, oh, außer einen kurzen Ausrutscher,